Zugang ist eindeutig der falsche. Okay, ich speichere mal so ab, denn ich habe jetzt ein bisschen Chaos angestiftet. Ich versuche mal das Spiel ein bisschen auszutricksen, indem ich immer stückchenweise ein paar Monster umbringe und dann wieder reingehe und wieder ein paar kille und mich so langsam vorankämpfe. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier leider nicht. Weg hier! Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich bin eigentlich fast tot. Trotzdem speichere ich jetzt das Spiel mal ab und versuche meinen Weg so durchzuboxen. Ich sehe hier eine ziemlich schwierige Szene vor mir. Also, ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber Isaac ist so gut wie tot
Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ich in den Leichen der Monster was finde. Was mir ein bisschen Hoffnung schenkt, um ehrlich zu sein. Aber das wenige, das ich jetzt bis jetzt erhalten habe, naja, ist nicht gerade aufbauend. Gebt mir Health Packs, ihr Penner, nicht? Okay, jetzt kommen hier zwei. Und wenn ich jetzt da hochgehe, kommt auch nochmal ein. Jetzt lieber zur Laserwaffe wechseln. Läuft's nicht schlecht. Okay, bleiben nur noch die schwächeren Waffen übrig. Ich gehe jetzt hoch abspeichern, denn das Ganze ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. Auch wenn ich volle HP habe und noch genug Magazin und alles, möchte ich trotzdem auf der sicheren Seite sein. Nur für den Fall, dass ich sterbe, denn das Ganze dauert ziemlich viel, also ziemlich lange. Und so können wir dem entgegenwirken. Okay, weiter geht's. Also, vermutlich habt ihr es schon bemerkt, aber ich mag's nicht, wenn ein Spiel unnötig ein mehr und mehr Hindernis in den Weg stellt. Natürlich ist es realistisch, dass viele Monster dich angreifen, aber so viele, muss das sein? Ja, vielleicht macht es aber auch Dead Space aus. Keine Sekunde Ruhe. Stress pur. Halt nichts für schwache Nerven. Was meint ihr? Ist das gut, dass Dead Space einen zudeckt?
mit Action oder ja. Denkt ihr, es ist ein bisschen unnötig? Sieht mir noch einen Kampf aus hier. Forschungslot 43549. Zu Beginn der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber volle Konzentration des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Mein Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Ah, oh, nicht du, verdammt! Habe ich noch gut hingekriegt, finde ich. Bei den Hacking-Einlagen hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, aber hey, das Minigame macht Spaß. Es ist simpel und naja, ganz okay. Ich habe das Gefühl, dass dein Marker hier drin ist. Wow, das ist aber eine große Lagerhalle. Hui, was ist denn da hinten? Seht ihr die Viecher? Die spazieren alle rein. Ich beeile mich lieber, bevor alle drin sind. Projekt das innere Kern, hä? Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Aegis 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Endlich mal eine vernünftige Person. Wie auch immer, ich denke, wir beenden mal diesen Abschnitt mit okay, wir beenden diesen Abschnitt noch mit dem Textlog und ja, also ich bin dem Marker eigentlich nur noch ein paar Schritte, also ich bin vom Marker nur noch ein paar Schritte entfernt und es ist jetzt 1 Uhr oder sagen wir mal 2 Uhr morgens und ich glaube, ich spiele das Spiel noch fertig, also